Hallo und willkommen zurück zu Quantum Break. Wir sind jetzt hier kurz vorm CFR, auch Gegenmaßnahme genannt. Da ist sie. Ein Handlungsobjekt habe ich noch vor mir, ist leider die 17 von 18. Und ja, wie auch immer, jetzt gibt es noch mal was zu lesen. Es ist auch gar nicht mal so kurz. Persönliche Notizen zum CFR. Wohl doch wahrscheinlich von... Ach nee, von Dr. Henry Kim. Okay, das ist schon älter. Vom 5. Januar 2011. Okay, dieses Ding fühlt sich an wie ein Rätsel, eingewickelt in ein Rätsel. Es ist ein unglaubliches Stück Technologie und ich habe das Gefühl, dass wir noch nicht einmal ansatzweise wissen, wozu es in der Lage ist. Dabei haben wir schon so viel herausgefunden. Ich dachte, ich hätte bereits ein gutes Verständnis von der Komplexität von Kronon-Partikeln und ihrer praktischen Anwendung. Mir fällt gerade was ein. Die Dr. Emeril, die Sophia, hatte doch, ich glaube, es war in der letzten Folge, irgendwo geschrieben, dass das CFR nur erreichbar ist, wenn man vorher durch die Zeitmaschine gegangen ist oder so. Also rein vom Ort her durch die Zeitmaschine, nicht keine Zeitreise gemacht oder so. Das ist jetzt hier aber nicht der Fall. Ich bin noch nirgendwo an der Zeitmaschine vorbei. Die ist ja irgendwie ganz oben im Gebäude. Aber gut, das ist, ich bin ja auch hier unter anderen Umständen rein. Das hat ja der Charlie geöffnet. Okay. Der Kronon-Feldregulator, wie ich ihn nennen werde, ist ein kleines Wunder. Wie ein solch kleines Stück Technologie zu so viel in der Lage ist, ist mir unbegreiflich. Ich weiß, dass er das Meyer-Joyce-Feld irgendwie anzapft, aber ich weiß nicht, wie er das tut. Wie er das tut. Meine Experimente ergeben nur, dass er dazu in der Lage ist. Er kann das Feld außerdem manipulieren. Ich wünschte, ich wüsste, wie er das tut. Trotzdem kann ich anhand des Grundprinzips seiner Funktionsweise neue Ideen entwickeln. Neue Gedankengänge, auf die ich schon so lange kommen wollte. Die Aufgabe, die mir von Mr. Serene gestellt wurde, hat mich offen gesagt jahrelang vor ein unlösbares Rätsel gestellt. Mir war zwar schon lange bewusst, dass das, was wir als den Lauf der Zeit betrachten, nur das Ergebnis davon ist, dass Kronon-Partikel ununterbrochen im Meyer-Joyce-Feld generiert werden. Aber diese Partikel auf sinnvolle Weise zu manipulieren, nun ja, das ist eine ganz andere Nummer. Die Mechaniken der Situation sind klar, nahezu frustrierend klar. In einer Nullzustand-Umgebung existieren keine Kronon-Partikel, weshalb die Zeit stillsteht. Die Idee, einen Raum künstlich mit Kronon-Partikeln zu fluten, um das Verstreichen der Zeit zu ermöglichen, ist die offensichtliche Lösung. Jetzt finde ich übrigens die Wortwahl fluten ganz gut, weil das wäre dann sozusagen ein Rettungsboot, was von innen geflutet ist. Also wo sich die Materie innen drin befindet, statt wie sonst beim Rettungsboot natürlich außen drum rum. Okay, aber wie man das schafft, das steht auf einem anderen Blatt. Es ist nicht nur unwahrscheinlich schwierig, Kronon-Partikel zu gewinnen, wodurch es immer unmöglich schien, ausreichend Partikel zu erlangen, um einen Raum für länger als den Bruchteil einer Sekunde vor Anomalien zu schützen. Sondern was vielleicht noch viel wichtiger ist, der Mechanismus, die Partikel auf eine Weise zu manipulieren, die es mir erlauben würden, ein gewisses Raumvolumen als anomaliegeschützt deklarieren zu können, entzieht sich völlig meiner Vorstellungskraft. Nun, ersteres Problem hat Ground Zero für uns gelöst. Wir stehen kurz vor der Inbetriebnahme und schon sehr bald werden wir über die Fähigkeit verfügen, Kronon-Partikel in nutzbringenden Mengen zu gewinnen. Wir werden in der Lage sein, in den nächsten Jahren einen wahrlich beeindruckenden Vorrat anzulegen. Was das Problem der Manipulation der Kronon-Partikel betrifft, das scheint mir etwas zu sein, was der CFR mit Leichtigkeit schaffen könnte. Seine Fähigkeit, das Meyer-Joyce-Feld anzuzapfen und seine Topologie zu verändern, ist genau das, was ich brauche. Leider weiß ich nicht, wie er das anstellt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Effekt erfolgreich kontrollieren könnte. Aber meine Erforschung der konkreten Auswirkungen seiner Funktionsweise hat mich auf die Idee einer anderen Kronon-Technologie gebracht, die nach ähnlichem Prinzip arbeitet. Mit der Ausnahme, dass die Technologie nicht das Meyer-Joyce-Feld anzapft, sondern selbst ein ähnliches, örtlich festgelegtes Feld erzeugt. Ein künstliches Kronon-Partikelfeld. Und in diesem Feld können wir Kronon-Partikel nach Belieben manipulieren. Das bedeutet, dass wir in der Lage sein sollten, Anomalieschutztechnologie zu entwickeln, mit der wir einen bestimmten Raum vor den Auswirkungen des Nullzustandes abschirmen können. Und ich bin davon überzeugt, dass sich diese Technologie so verkleinern könnte, dass wir mobile Geräte mit derselben Wirkung bauen könnten.
quasi eine Art Schutzanzug mit einem Geschirr, das der Anwender tragen muss, um ein Kronon-Feld um seinen Körper zu erzeugen. Es blieben noch zahlreiche Herausforderungen bestehen, zum Beispiel, dass jegliches signifikantes Volumen an anomaliegeschütztem Raum eine inakzeptabel hohe Menge an Kronon-Partikeln verbrauchen würde, bei denen es sich um eine ausgesprochen begrenzte Ressource handelt. Da das Rettungsbootprotokoll einen großen anomaliegeschützten Bereich benötigt, den wir über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, aufrechterhalten können, müssten eigentlich nicht können, oder? Ist dies ganz offensichtlich ein kritisches Problem, das wir lösen müssen, was mir Mr. Serene auch unmissverständlich klargemacht hat. Ehrlich gesagt, selbst mit Mr. Hatchs Unterstützung stimmt mich der Gedanke, Mr. Serene in dieser Angelegenheit zu enttäuschen, sehr nachdenklich. Ich verstehe seine Bedenken, sie sind selbstverständlich mehr als begründet, aber die Intensität dieses Mannes ist zermürbend. Auf jeden Fall bin ich guter Dinge, dass ich dieses Problem bald lösen werde. Ich hoffe, dass ich in der Lage sein werde, den CFR selbst zu nutzen, um den Kronon-Partikelfluss zu regulieren. Angesichts seiner Beschaffenheit vermute ich, dass er im Rettungsboot-Projekt für eine solche Rolle vorzüglich geeignet wäre und unseren Kronon-Verbrauch deutlich senken könnte. Meine Kontrolle über den CFR ist begrenzt, aber diese Aufgabe scheint ein leichtes für ihn zu sein, also bin ich optimistisch, dass ich es schaffen werde. Ich suche noch nach einem geeigneten Weg, eins nach dem anderen. Wir haben bereits große Fortschritte gemacht und man kann sagen, dass Mr. Serene mit diesen Erfolgen zufrieden gewesen ist. Also denke ich, dass er uns die Zeit geben wird, die wir benötigen. Nun ja, es ist ja auch nicht so, als hätte er in dieser Angelegenheit eine andere Wahl. Ich möchte ehrlich sein. Der CFR entwickelt sich langsam zu einer Obsession für mich. Ich wünschte, ich könnte mich mit Mr. Serene einfach einmal hinsetzen und ihm einige Fragen stellen. Wie haben Sie ihn gebaut? Was ist sein Zweck? Aber das ist mir bis jetzt verwehrt geblieben. Ein Teil von mir will den CFR öffnen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Aber die potenziellen Folgen machen mir Angst. Wir haben bereits gesehen, wozu er in der Lage ist, wenn er auf die Welt losgelassen wird. Aber was noch viel schlimmer ist, es besteht die Gefahr, dass ich ihn nicht wieder zusammenbauen könnte und nur bei dem Gedanken, einen derartigen Fehler zu begehen, verflüssigen sich meine Eingeweide. Wenn ich das Mr. Serene erklären müsste. Nein, danke. Ja, das haben wir ja auch schon mal vorher, irgendwo haben wir ja auch schon mal Bedenken gelesen, von wegen, sie können das Ding nicht analysieren, weil sie ganz sicher sein müssten, dass sie ihn auch wieder zusammenbauen können. Also Reverse Engineering ist nicht drin. Keine Option. Ich habe es bis jetzt lediglich gewagt, das Gehäuse ein wenig zu öffnen, um eine grobe Vorstellung von der Technik im Innern zu bekommen. Es ist erstaunliche Arbeit und wenn sie mich etwas gelehrt hat, dann ist es eine Lektion in Demut. Ich habe noch viel zu lernen, aber ich lerne sehr schnell und hierbei handelt es sich ganz einfach um die wichtigste Arbeit, mit der sich jemals jemand in der Geschichte der Menschheit befasst hat. Aber die Frage bleibt, wo kommt das Ding her, ne? Wenn unsere Mission erfolgreich verläuft, wird die Welt den Namen Dr. Henry Kim so schnell nicht vergessen. Und wenn sie keinen Erfolg hat, glaube ich erst recht, dann wird er zum Monster, was die Menschheit heimsucht. Warum ist denn das hier immer noch? Das hatte ich auf jeden Fall schon in der letzten Folge. Ich glaube ja nicht, dass hier hinten noch was versteckt ist. Oh. Immerhin kann man da weiterlaufen. Aber da ist dann Schluss. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt zum Höhepunkt. Hier kann ich nichts machen. Okay. Krallen wir uns den CFR. Der wird ja wohl nicht als Handlungsobjekt gelten. Will hatte 11 Jahre gebraucht, um die Gegenmaßnahme zu bauen. Beth starb für sie. Und ich wusste, sie könnte den Riss reparieren. Dieses verfluchte Ding. Das Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man sie benutzt. Und der Einzige, der das wusste, war tot. Aber Monarch nahm sich seiner an, bevor das geschehen konnte. Die Universitätszeitmaschine. Der Kern ist hier. Monarch hatte seine eigene Zeitmaschine gebaut über der CFR-Kammer. Sie war mein Ziel. Sie glaubten noch immer, dass Sie Ihren Bruder retten konnten? Ja. Genau, jetzt geht's ab zur Zeitmaschine und gerade hat sie eine Frage gestellt, die ich mir auch schon stellte. Sehr viel früher in diesem Let's Play. Ob Will noch zu retten ist, klingt jetzt ein bisschen blöd. Also ob ich ihn wieder retten kann, nachdem er schon ganz am Anfang von Paul getötet wurde. Ja, wo habe ich denn jetzt das Ding hier eingesteckt? Ich meine, so flach ist es ja nur auch nicht, ne? Einfach mal unter die Jacke. Okay, Videospiele sollte man nicht hinterfragen. Das ist auch völlig okay. Ich bin da kein Nörgler. Hier geht's weiter.
Ich habe noch die Chance auf ein Handlungsobjekt. Und ein Infoobjekt. Da ja offensichtlich das Kapitel noch nicht zu Ende ist. Oh Mann, das sieht doch wieder alles nicht gut aus hier. Gut, es geht weiter nach oben. Paul hatte den Kern der Zeitmaschine aus der Universität in seine Maschine eingebaut. Das war Teil seines kranken Verlangens nach Kontrolle. Aber dadurch erhielt ich eine letzte Chance, alles in Ordnung zu bringen. Ich konnte in die Vergangenheit reisen, vielleicht Will finden, bevor Paul ihn tötete. Und wenn ich Will die Gegenmaßnahme geben könnte, könnte ich vielleicht das Ruder noch herumreißen. Klingt tatsächlich nach einem Plan. Ich meine, Jack ist ja eigentlich nur aus einem Grund von dieser Gegenmaßnahme total überzeugt, weil sein Bruder die gebaut hat und er da hohe Stücke drauf hält, ne, was der gebaut hat. So, Waffe kann ich ziehen, okay. Dann ziehe ich auch mal eine, am besten hier so. Ich dachte, hier kommt gleich wieder so ein Fuzzi an. Nein. Okay, hier ist ein bisschen dunkel, aber hier liegt was. Hier liegt die halbautomatische... Nee, die habe ich gerade. Der Karabiner. Ich glaube, ich tausche. Wenn sie mir schon die Möglichkeit bieten, dann tausche ich. Und was ist hier? Oh Gott, ist das finster. MP gegen Moment. MP gegen Sturmgewehr? Ist das Sturmgewehr nicht immer links? Nee, da ist jetzt gerade das leichte Maschinengewehr, ne? Nö, ich bleib bei der MP. Erstmal ausleuchten hier. Man sieht ja überhaupt nichts. Munition. Der Kern war installiert, die Maschine bereit. Ich musste den Korridor in Position bringen. Ach da, wie schön. Ja, hier geht's doch gleich rund, wenn ich hier schon Waffen und alles finde. Ich traue mich gar nicht da näher ranzugehen. By the way, Kronon-Partikel waren alle eingesammelt. Hier leuchten die explosiven Sachen, die ich sowieso nicht zum Explodieren bringen werde, weil ich da irgendwie noch nicht so erfolgreich mit war. Was ist vielleicht noch da hinten oben? Hier so, da ist nochmal Muni. Ist eine hübsche Arena. Mehr als Waffen werde ich hier nicht finden. Was? Ich habe wieder nur die kleine Pistole? Mano, hatte ich nicht schon die Feuerstoßpistole zwischendurch? Jetzt wähle aber nicht die Pistole aus hier. Bleib bei dem. So. Ja, wahrscheinlich geht es hier erst rund, wenn ich die Maschine aktiviere. Dann kommen sie alle, um das zu verteidigen. Oh je. Und das wird gleich der Fall sein. Oh Mann. Gehe ich hier hoch? Nee. Da gehe ich wahrscheinlich rein. Ich mache es jetzt mal ohne auszuleuchten. Also was heißt rein? Ich gehe hier ran, genau. So. Okay. So sollte es funktionieren. Da geht's doch direkt los. Oh, Hilfe. Natürlich. Wozu habe ich den Karabiner? Das bringt wieder gar nichts. So, erstmal dich. Okay, da war ich ein bisschen zu großzügig. Ist hier noch einer? Ja, da hinten. Was willst du denn da oben? Oh. Okay, den habe ich auch. Oder? Nee, den habe ich nicht. Den habe ich jetzt. Und wenn die fertig sind, da kommt noch ein dritter. Ach, scheiße, nur noch ein Schuss. Wenn die fertig sind, dann läuft wahrscheinlich die Zeit weiter. Dann kann ich mich um die anderen kümmern. Oder? Da war ja noch ein Fetter dabei. Auf den freue ich mich auch schon. Oh ja. Wie schön. Ah. Das sind nur ein paar kleine Fuzis. Das dürfte ja wohl noch möglich sein. Die tun mir sehr leid. Das ist wahrscheinlich so ein Sicherheitspersonal. Oh, und da oben kommt noch was. Ich lade mal neu auf hier. Komm schon. Da ist der Fette.
schieße ich mal gleich sein Jetpack weg. Ja, obwohl, das bringt nichts. Oh, weg hier. Genau in die Ecke. Oh. Ah, ich mach mal ein Schild hier. Bau mir mal ein Schild auf. Oh, hey. Oh, verdammt. Oh, du bist aber auch gut gepanzert. Das ist alles bestens. Los geht's. Alles was? Oh, nee, hier muss ich weg. Wow, jetzt wirft noch einer eine Granate. Oh, Mann, Schild aufbauen hier. Oh, man muss ständig in Bewegung bleiben. Hilft sonst nichts. Hier ist wieder Muni. So, wer nervt noch? Da. Es ist sehr dunkel hier drin, ne? Man sieht nicht so viel. Oh, da hat einer so eine Granate geworfen. Hilft das überhaupt was? Oh, Hilfe! Oh, shit! Aktives Ziel. Boah. Na, das kann ja ein Spaß werden. Jetzt zieht's richtig an. Ja gut, dann eben nochmal. Gleich mal den Anfang gemacht, so. So, dann kommt mal her, Freunde. Da ist ja schon Nummer 1. Als wenn hier jemand auf Vorspulen drücken würde. So, den hätten wir auch. Mal aufladen. Ja. Jetzt geht's hier. Rotflintenschütze rückt vor. Jetzt geht's hier munter weiter. Oh. Okay, man sollte sich natürlich nicht hier hinten einsperren lassen, aber ich gehe mal einen Schritt zurück gerade. Kann zumindest keiner von hinten kommen. Komm schon. Oh. Na komm. Der kommt nicht. Doch, jetzt. Phase 2 der Korridoraktivierung abgeschlossen. Endlich. Es ist Gold. Macht ihn kalt. Ah, der Fette. Der ist nicht ohne. Es ist alles bestens. Los jetzt. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal den da oben. Die Scharfschützen sind ja auch nicht ohne. Den würde ich gern irgendwie schaffen. Diverse. Oh. Jetzt bin ich dran. Oh, der hat nicht mehr viel gebraucht. Na komm. Der steht da ziemlich ohne sich fortzubewegen. Den weggemacht. Mal eben ausleuchten, wie viel da noch so kommen. Ah.
Ich glaube, das sind zwei Fette. Oh. Und ich glaube, man muss einfach nur draufhalten. Allerdings könnte ich die auch mal nutzen, diese Umgebungsstände. Komm schon. So. Das war er. Hat dann Maschinengewehr oder so dabei? Ja. Leichtes Maschinengewehr. Her dann. So, jetzt kriegt's der andere. Ich sag's dir. Wo ist der? Ha! Boah. Ah, komm her, du. Kann ich den hier eigentlich nochmal machen? Boah. Noch eine Explosion hinten dran. Als Zugabe. Na gut. Oh, gern geschehen, du langsame Computerfrau. Die Maschine war bereit. Ich musste nur das Datum eingeben. Okay, puh. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier noch sammeln können. Da wird das Datum eingegeben. Wie sieht's mit meiner Muni aus? Na, das ist ja noch nicht so prall hier mit dem MP. Feuerstoßpistole, ja. Ich meine, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Aber trotzdem möchte man sich nochmal gerne füllen. Was gibt's hier? Ach, den Karabiner wieder. Na, jetzt bleibe ich beim Maschinengewehr. Schrotflinte gegen Maschinengewehr? Nein. Ich will ein bisschen was... Achso, stimmt. Da oben gab es ja noch Muni. Weiterentwickelte MP. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fülle ich sie jetzt mal eben auf. So. Jetzt stehe ich doch wieder ganz gut da. Der nächste Kampf kann kommen. Allerdings hatte ich ja gerade einen. So. Der früheste Zeitpunkt, zu dem ich zurückkehren konnte, war die erste Aktivierung des Kerns in der Universität. Wenig Zeit, um Ihren Bruder zu retten. Ich hatte keine Wahl. Ich hoffe, du hältst dein Werbeversprechen. Wann war die noch gleich, die erste Aktivierung? Hat er gerade in der Universität gesagt? Dann war es 99, ne? Aha, zurück an die Universität. Okay. Ja, das würde, wenn er jetzt den weitestmöglichen Schritt machen will. Ah nee, stimmt ja gar nicht. Das Spiel fing ja an 2016, also 99 ist ja irgendwie ein Punkt, den ich noch gar nicht kenne. Jeff, hier rein! Schnell! Sie sind aus dem Labor entkommen! Was geht ab, Jungs? Oh, Scheiße! Okay, das war jetzt 2016. Ich würde ehrlich gesagt gern wissen, ob ich mir noch selbst... HQ, Eindringling im Labor! Kernbergungsteam wurde ausgeschaltet! Das ganze Team? Wie? Joyce ist... Wir gehen rein! Feuer eröffnen, aber der Kern darf auf gar keinen Fall beschädigt werden. Die klatschen sich alle gegenseitig rein. Ich wollte sagen, es wird interessant, ob ich mir noch selbst begegne. Ach, der steht ja hier direkt vor mir. Moment mal, war die MP gerade schon leer und ich habe auf die... Nee. Ich kam dort an, als sich der Riss gebildet hat. Wechselt, keine Ahnung. Zu spät, alles zu beenden, bevor es jemals begann. Aber nicht zu spät, um Will zu retten. Sie mussten ihn nur rechtzeitig finden. Ja, das war der Plan. Ja. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die Joyce-Brüder durch den Serverraum auf der unteren Ebene entkommen. Raider Team 3, sofort abfangen. Stellt ein weiteres Team zusammen, das den Kern bergen soll. Was für ein Chaos hier, aber so hat es ja auch schon angefangen. Ursprünglich mal. Okay, ich glaube, hier liegen jetzt nur... Ne, stimmt gar nicht. Hier liegt auch mal ein Tablet rum, was ich aber nicht lesen kann. Also hier mir jetzt noch Großhandlungs... Okay, ich muss zur Bibliothek.
Handlungsobjekte hinzuschaffen, wäre vielleicht ein bisschen deplatziert. Oh, weia. Gibt's hier oben noch was? Nein. Oh, doch. Ich muss zu Will, bevor es zu spät ist. Da kommt eine Kronenquelle. Ah, hier. Abgeschlossen. Ja. Okay. Ich muss einen anderen Weg hier rausfinden. Eine von fünf. Okay. Bin ja immer noch fleißig am Sammeln. Ich könnte mal den Multi-Takedown machen, wenn sich's anbietet. Aber bisher war alles irgendwie dann auch viel zu hektisch und überhaupt. Was ist hier? Nichts. Gut, dann fahren wir mal hoch. Nee. Habe ich mich aber geirrt. Wir fahren runter. Natürlich fahren wir runter. Klar. Crawler Team, mach die schweren Jungs in der Tiefgarage bereit. Ich erhalte keine Antwort von Raider Team 3. Wir könnten ein Problem haben. Wo zur okay. Hölle bleibt das Bergungsteam? Der Kerl hätte schon längst an Bord des Hubschraubers sein sollen. Hatch hatte recht. Sie hätten zuerst Liam Burke reinschicken sollen. Der hätte diese Joyce-Arschlöcher erlebt. Ah, Tiefgarage habe ich ja auch nicht so positive Erinnerungen dran. Oh nein, das ist wieder so ein Fetter. Stirb! Dankeschön. Jetzt mal hier weg. Boah, Hilfe. Da war doch noch einer gerade. Oh! Begebe mich hier leider in Richtung der Gegner. Was sehr ungünstig ist. Aber ich glaube, das waren sie, abgesehen von dem Dicken da unten. Und es ärgert mich ein bisschen, dass die Explosivobjekte immer so lange brauchen. Aber so schafft man sie am besten. Hinruf, als die Anomalie alles ins Chaos stürzte. In dem Moment musste ich ihn aufhalten. Ja, okay, das war's mit dem Maschinengewehr. Obwohl, der hat ja auch noch eins fallen. Nee. Ach, das ist mir alles zu mühsam hier mit den ganzen Waffen. Jetzt habe ich Shotgun und... Ja, noch ein bisschen MP-Munition. Okay. Und mehr ja wohl hier nicht, oder? Ah ja. Füllen wir mal auf. Ach, sowas wieder. Na, schönen Dank. Ah! Danke. So. Wie komme ich da hin? Ha! Läuft die Zeit? Laufen wir schon? Oh, Hilfe. Das ist ja ekelhaft. Wie, was heißt Innenhof? Wie komme ich da hin? Wo sind wir denn jetzt? Ist auch irgendein Hof. Kann ich mir noch Waffen schnappen? Das fand ich ja in Folge 1 so toll, aber das wurde bisher nicht wieder erreicht, dass ich denen die Waffen aus der Hand klaue und sie dann wehrlos sind. Das nutzt man irgendwie als Stilelement oder Spielmechanik nicht aus. So, okay. Dann mal. Was? Warum leuchtet das? Ah, weil hier eine Kronenquelle ist. Oh. Hier. Nee. Sie haben nicht versucht, Monarch daran zu hindern, den Kern zu bergen. Die Tatsache, dass sie ihn stahlen, war der einzige Grund, dass ich in die Vergangenheit reisen konnte. Dieser Logik wollte ich nicht im Weg stehen. Ich sehe da ehrlich gesagt gar nichts drin. Aber gut. Trotzdem war doch hier gerade der Hinweis auf eine Kronenquelle. Von wo? Hier. Ach, da oben. Oh, komm. Klettert der auch hier hoch? Ah ja. Nach langer Zeit mal wieder klettern. So. Zwei von fünf. Und ich hoffe, ihr werdet mir hier nicht gefährlich. Warte mal, wo ging's? Da soll's weitergehen. Dann gucken wir doch erstmal hier. Oh oh, ich höre was. Ich höre was. Ja, da beamt sich gleich so ein Ziel.
Na, da gibt's aber genug Trefferfläche, sagen wir mal so. Da hinten war doch noch was, oder leuchtet's da nur? Okay, ich glaube, hier geht's einfach nicht hoch. Hier ist nichts. Komme ich auch nicht raus. Ah, ich merke schon. Ich kann dreimal hintereinander... Ne, zweimal hintereinander kann ich... Kann ich wuschen. So, da ich die Freunde von da oben schon angelockt habe. Oder kommt da noch mehr? Ja, da kommt noch mehr. Nochmal zwei. Wie schön. Da kommt ihr mal hier runter. Oh Mann. Die sind überall. So, das waren nochmal drei. Hätten wir es dann jetzt vielleicht. Ich nehme mal die Weiterentwicklung. Irgendeine war das. Ja, Mist, die war das mit den Feuerstößen. Die mag ich nicht. Egal, 100 reicht schon noch. So, ich wollte eigentlich nur mich hier fröhlich hinstellen und abmoderieren. Denn Folge ist rum. Und ich weiß nicht, was hier noch so kommt. Ja, gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.